Heinrohr, am Samstag warst du jetzt nicht gegen Osnabrück dabei. Du hattest die EM-Qualifikationsspiele mit Luxemburg. Ihr habt einen Punkt aus zwei Spielen geholt. Wie war's? Ja, es war ein bisschen gemischte Gefühle. Natürlich das erste Spiel gegen die Slowakei, wo wir einen Punkt geholt haben, das war sehr gut. Auswärts einen Punkt ist immer natürlich ein Erfolg für uns. Man muss dazu sagen, dass das Spiel, wir hatten einige Torchancen, wir hätten das Spiel vielleicht gewinnen können, der Gegner aber auch. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein mit dem Punkt und sind so auch sehr gut in die Qualifikation gestartet. Beim zweiten Spiel muss man sagen, das war natürlich das Highlight gegen eine Mannschaft voll mit Superstars. Ich glaube, die Spieler muss man nicht aufzählen. Das sind alle Spiele, die in den besten Vereinen der Welt spielen. Trotzdem waren wir sehr enttäuscht nach dem Spiel. Auch wenn man gegen die Mannschaft natürlich verlieren kann, darf man nicht 6 Gegentore kassieren. Auch die letzten Spiele gegen Portugal sahen wir eigentlich immer sehr gut aus. Wir haben mal sehr gut in Anführungszeichen, aber wir haben mal 2-0 oder auch 3-1, wo wir dann trotzdem unsere Möglichkeiten hatten. Und jetzt, am Sonntag war es dann sehr, sehr schwierig und haben dann auch 6-0 verloren, was uns trotzdem nicht passieren darf. Du hast ja schon gesagt, es war eine Mannschaft mit vielen Stars, Portugal in Top-Besetzung. Wie groß ist eigentlich die Vorfreude vor so einem Spiel? Ja, ich glaube, die Vorfreude ist riesig. Es hat noch einen anderen Grund. Auch in Luxemburg haben wir sehr, sehr viele Portugiesen in unserem Land leben, die schon seit Generationen über in unserem Land sind. Und das ist dann immer ein Riesenfest. Ich habe sehr viele portugiesisch-luxemburgische Freunde. Und das Stadion ist voll. Jeder hat gute Laune. Und wie gesagt, das ist immer ein Riesenfest. Und deshalb wollten wir natürlich deutlich besser abschneiden, was uns nicht gelungen ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, mit dem Punkt aus beiden Spielen sind wir gut in die Qualifikation gestartet und müssen dann schauen, im Juni dann nachzulegen gegen andere Gegner. Ja, du bist ja jetzt seit Mittwoch dann wieder beim Waldhof ins Training eingestiegen. Wie fühlt es sich an, wieder zurück zu sein und wie sind die Trainings bisher verlaufen? Ja, ich glaube, am Anfang ist es immer natürlich ein bisschen schwer. Man muss sich wieder reinfinden. Man war dann ganz weg in einem ganz anderen Entourage. Das heißt, man muss sich wieder einleben. Aber das geht ganz schnell. Ich glaube, mit den Jungs dann wird am Anfang ein bisschen über die Spiele gesprochen, weil es trotzdem schon immer was Spezielles ist. Dann wird viel über Cristiano Ronaldo gefragt. Aber das ist dann auch ein, zwei Tagen dann trotzdem vergessen. Und die Trainingseinheiten sind soweit ganz gut verlaufen. Wir haben sehr gut gearbeitet. Am Mittwoch 2 Einheiten, gestern eine Einheit, wo wir sehr viel und gut gearbeitet haben. Und wir bereiten uns jetzt bestmöglich vor, um am Wochenende das Derby so gut wie möglich zu spielen. Du hast ja schon angesprochen, Saarbrücken, das ist ein Spiel mit Derby-Charakter. Was denkst du, sind die Schlüsselfaktoren in dem Spiel? Ja, das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Ich glaube, für beide Mannschaften, es ist ein Derby. Das ist immer ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Da kommen die Floskeln hoch. Ich sage, ein Derby, das spielt man nicht. Ein Derby, das gewinnt man. Und wir wissen, was uns erwartet. Wir wissen, wie wichtig es ist für die Stadt, für die Fans, für den ganzen Verein. Und deshalb wollen wir auch in erster Linie, glaube ich, ein Derby muss man mit Kampf entgegenstehen. Das heißt, man muss die Zweikämpfe annehmen. Man muss sich in so ein Spiel reinkämpfen, reinbeißen. Und ich glaube, darauf sind wir vorbereitet. Und das werden wir dann am Wochenende auch zeigen wollen. Du hast das Spiel ja vielleicht gegen Osnabrück auch vorm Fernseher gesehen und auch in Wiesbaden selbst mitgespielt. Was denkst du, kann man jetzt vor allem besser machen, wie in den beiden Spielen? Ja, natürlich habe ich mir das Spiel angesehen. Mit einigen Mitspielern habe ich es verfolgt. Natürlich, man hat mehrere Sachen, wo man ansetzen kann. Ich glaube, der Trainer hat es dann der Mannschaft gezeigt, auch in der Videoanalyse die Fehler aufgezeigt, was wir besser machen müssen. Und wie schon gesagt, ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir uns reinkämpfen, die Zweikämpfe annehmen, viel Bewegung haben, viele Tiefenläufe. Ich glaube, es ist wichtig im Fußball, es ist ein Laufsport, man muss in Bewegung sein, in die Tiefe laufen, entgegenkommen. Aber ich glaube, vor allem, wie schon gesagt, man muss die Zweikämpfe annehmen, vor allem in so einem Derby, und dann kommt der Rest von ganz alleine. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit und viel Erfolg am Sonntag. Danke.